schon gesprochen über das Kapitel, welches gesprochen wird vor Lechadudi, ja, zur allgemeinen Erinnerung. Moment schnell, ich habe hier so viele Bücher. Ich muss ein bisschen abbauen. Ich mache mal das Schmarkolenum auf für Sie. Da hatten wir das Kapitel. Genau. Vor Lechadudi haben wir gelernt das Kapitel Kaftet 29. Dann haben wir gelernt auch ein Kapitel, das man sagt nach Lechadudi. Das ist das Kapitel gewesen, das kurze Sadi Gimel 93. Haben wir auch gelernt. Fehlt uns noch das Sadi Bet. Ja, es fehlt uns noch vieles, es gibt noch viel zu tun. Aber Sadi Bet ist eigentlich, wenn man so will, beinahe das Kapitel, das eigentlich den Schabbat beim Namen nennt. Alles andere sind große Dinge, die wir mit Schabbat in Verbindung bringen müssen und sollen, weil schließlich werden sie am Eingang vom Schabbat gesagt. Aber hier liegt es auf der Hand. Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Okay? Wenn ich mich nicht irre, ich habe das nicht geprüft, wird dieses Kapitel sogar, obwohl es natürlich wie alle oder die meisten Kapitel von den Psalmen von Tehillim David zugeschrieben wird, es gibt einen Midrasch, der sagt, Adam Harishon, der erste Mensch, Adam, habe dieses Kapitel als erste gesagt. Kann man gut verstehen, nachdem er geschaffen war, kurz nachdem er geschaffen war und sich sofort dann auch verstrickt hat mit diesem, mit dieser ersten Sünde, Todah Rabah. Ja, da war schon einiges da, um mit Gott zu reden. Gut, okay, jetzt als erstes hätte ich gerne mit Ihnen zusammen so zum Einstimmen die Melodie gehört von Rabbi Shlomo Karlebach. Sie sehen, es gibt beinahe keinen Schiur, an dem ich Rabbi Shlomo Karlebach, den tanzenden Rabbi, der leider nicht mehr unter uns ist, mit seiner riesengroßen Seele, ohne ihn zu mobilisieren. Ich bin mit diesem Lied aufgewachsen, mit diesem Lied von Karlebach. Das ist auch schon eine Weile her. Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Es sind vier Worte, die schon alleine Anlass sind, um Fragen zu stellen. Ist es nun ein Mizmor oder ist es ein Shir? Mizmor Shir. Wie kann man das überhaupt auf Deutsch zum Ausdruck bringen? Hier in Schmarkolenu ein Psalmlied. Okay, aber wenn man das auf Ivrit anschaut, Mizmor, Zemer, Melodie, Shir, Lied. Ja, also eine komische Doppelspurigkeit, die nur eins sagen kann, meiner bescheidenen Meinung nach. Hier ist viel, viel Intensivität von Dank drin, wie wir gleich sehen werden im nächsten Satz. Tovle Hodot Lashem, es ist gut, Gott zu danken. Es ist gut, Gott zu danken. Tov Lehodot Lashem. Und was sagt Jana? Können wir den ersten Nigun gerade mal hören, den Nigun von Karlebach? Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Wie sieht es aus? Inzwischen ist auch Nina noch dazu gekommen. Frau Ruschitz, guten Abend. Freut mich immer wieder, dass Sie so treu dabei sind. Guten Abend, ich habe ein bisschen ein Problem, aber ich bin froh, dass du ja, natürlich. Ich mache mir nur Sorgen wegen der Frau Schert. Ich sehe den Herrn Schert nämlich nicht. Ich hoffe, ist alles okay. Und auch der Frau Johann, schönen Abend. Heute sind wir beinahe zehn. Schönen Abend, ja. Und dem Herrn Schert geht gut, alles okay? Ja, alles okay. Ich hoffe. Okay, okay. Und jetzt muss ich noch sicher sein, dass die Anna uns das Lied einblendet. Und ansonsten werden wir ein bisschen anders vorgehen. Die Frau Korotine hat ihre Kamera so gestellt, dass man
sehr teilweise nur sieht. Ah, jetzt ist es besser. Noch nicht ganz perfekt, aber langsam, langsam. Ich sehe so, gegen Ende vom Semester kommen alle. Ja, gut, ah, Herr Schert, guten Abend, wunderbar. Super. Frau Korotine, ich habe eine Frage. In welchem Land sind Sie ansässig? Ist es Schweiz, Österreich oder Deutschland? Deutschland. Ah, und wo in Deutschland? Wenn ich fragen darf? Zwischen Freiburg und Straßburg. Freiburg und Straßburg, also ganz im Westen von Deutschland, ja, sehe ich das richtig? Genau. Super. Wissen Sie, es würde mich auch interessieren, aber ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen zu stark vom Schiur abweicht, aber gerne würde ich wissen, wie ihr alle zu diesem Lilmot-Programm gekommen seid. Ja, aber ich nehme an, irgendwie über die Veröffentlichungen in ORD vielleicht oder mehr über Rabbine oder wie haben Sie das gefunden? Facebook. Facebook? Ah, Facebook. Facebook ist gut. Okay, wunderbar. Gut, gut. Und einfach so auch Mund-zu-Mund-Propaganda. Okay, so wie es aussieht, ist die Anna im Moment nicht mit uns. Was Doch, ich bin mit Ihnen. Sagen Sie nur ganz genau, welches Lied. Ah, dann sag das doch, okay. Also ich will genau den Rabbi Shlomo Karlebach, Mizmor Shir Liyom HaShabbat. Das ist das erste Lied, das ich geschickt habe, zusammen mit noch etwa vier dazu. Aber das ist das erste. Wir gehen einfach der Reihe nach. Okay? Also passen Sie gut auf. Wir geben Sie mir 5 Minuten, okay? Fangen Sie an. Ah, okay, dann fange ich an. Dann gehen wir zu was zum Text. Das Programm ist hat sich ein bisschen hier aufgehängt, dass die Lieder runterladet. Aber das bringt uns nie in Verlegenheit, denn wir haben immer was auf Lager. Wir müssen ja auf jeden Fall den Text uns anschauen. Und das machen wir jetzt gleich mal. Wir gehen rein in die Responsa, in die Shut Bar Ilan und haben jetzt eine weiße Tafel von uns mit so komischen Spuren drin und fragen nun an das Tanach, gehen rein ins Tehilim und fahren sofort zum Kapitel Zadibet und schauen uns mal an, was da steht. Okay, gut. Sie haben es natürlich auch bei Ihnen oder in der Bibel, das 92. Kapitel, oder Sie haben es im Sidur, im Schmakoleno, zum Beispiel auf Seite 232 mit Übersetzung auf 233. Und es muss klar gesagt werden, dieses Kapitel ist am Schabbat echt, echt Favorit. Es wird in allen Gemeinden am Freitagabend zitiert. Es wird in allen Gemeinden auch am Schabbatvormittag zitiert im Rahmen der Psukei des Imra, welche am Schabbat ausgeweitet sind, weil es Schabbat ist, weil wir Zeit haben, weil wir Wonne haben, weil wir es gemütlich haben. Deshalb haben wir mehr Psukei des Imra, also diese Verse des Gesangs. Und Mizmor Shir Liyom HaShabbat ist auch dort eingeschleust. Und dann gibt es Gemeinden, die sagen, dass vor allem die Ashkenazim, sagen den Mizmor Shir Liyom HaShabbat auch nach der Tfilat Shacharit, vor dem Ausheben der Torah, als Tagesgesang, was ja auch passt. So wie wir jeden Tag einen Tagesgesang haben am Ende, oder Tagespsalmen, wenn Sie wollen, am Ende, Tagesgesang, Shir Shel Yom. So wie wir es immer am Ende der Tfilah haben wir auch am Shabbat. Und das ist das, Ende von Shacharit. Und dann bei den Ashkenazim in Deutschland, Entschuldigung, wird das Kapitel auch gesagt bei Mincha, und zwar nach dem Vorlesen der Tora, nachdem die Tora, oder während, präzise ausgedrückt, während die Tora zusammengerollt wird nach dem Vorlesen, wird dieses Kapitel auch gesprochen. Also, wie gesagt, Favorite. Okay? Wie gesagt, Mizmor Shir Liyom HaShabbat. Gleich werden wir es hören von Rabbi Shlomo Karlebach. Das ist der Titel. Und nun,
wenn wir sprechen von Schabbat, das Erste. Wir sind am Eingang vom Schabbat jetzt. Und wir spüren den Übergang von dem Hektischen und von dem zersausten Alltag in die Ruhe und Wonne und Gemütlichkeit des Schabbats. Und hier empfinden wir ein tiefes Gefühl von Dank zu Gott. Und wir sagen, Tov lehodot l'Hashem. Gut ist es, Gott zu danken. Es ist immer gut, Gott zu danken. Es ist eine gute Sache, Gott zu danken. Derjenige, der versteht, dass eigentlich alleine die Tatsache, dass unter uns existieren, schon Grund genug ist, Gott zu danken. Ja, das ist auch der Grund, weshalb laut dem Gesetzeskodex im Shulchan Aruch das ist auch so im Sidur, die erste Sache, die wir tun, wenn wir morgen aufwachen, Sie können das sehen im Schmarkolene auf Seite 10, 11, die erste Sache, die wir tun, das erste Wort, welches uns über die Lippen fährt, ist Modeh. Wenn es eine Frau ist, Moda. Modeh ani, lefanecha. Und sogar, präzise gesagt, die Satzstellung ist nicht ganz richtig, es müsste eigentlich heißen, ani modeh. Ich danke. Auch auf Hebräisch, ani modeh. Aber hier wird gesagt, modeh ani. Warum? Weil es kann nicht sein, dass ein Tag anfängt mit ani, ich. Es muss sein, zuerst modeh, die Anerkennung, der Dank. Ich habe die Augen aufgemacht, ich bin aufgewacht. Gott hat mich zurückgeholt. Gott hat mir meine Seele zurückgegeben. Ein Leben gegeben. Noch einen Tag, an dem ich eine Bewährungsprobe bekommen habe, ob ich es wirklich würdig bin, auf dieser Welt zu bleiben. Ich danke Gott für diese Gelegenheit. Jeder Tag des Lebens ist eine Gelegenheit, Gott zu zeigen, dass wir diesen Tag, dass wir dieses Tages würdig waren. Ja. So ist es. So sagen wir in Tov Leodot Lashem, es ist gut, Gott Danke zu sagen. Aber besonders am Freitagabend ist es gut, Gott Danke zu sagen. Denn am Freitagabend spüren wir einen unheimlichen Dank Gott gegenüber für den Schabbat. Och, Mizmor Shir Yom HaShabbat. Tov Leodot Lashem, aber es genügt nicht einfach so Leodot. Ule Zamer Leshimcha Elion. Dir Elion, Höchsten, deinen Namen. Lesamer, und das Wort Lesamer, das möchte ich mal wieder in Erinnerung rufen. Sein Memres, das ist genau die Wurzel vom Wort Mizmor. Und das bedeutet schon etwas mit Instrumenten. Obwohl wir am Schabbat, leider heute, keine Instrumente mehr spielen dürfen. Die Reformen, die haben schon die Orgel ins Bet Knesset gebracht. Aber bei uns Orthodoxen, gemäß der Halacha, getreu der Halacha, wird am Schabbat gesungen ohne Instrumenten. Aber wir sagen es trotzdem, Ule Samer, Leshimcha Elion. Und weiter geht's im nächsten Satz. Lehagid baboker chastecha ve'emunatcha balelot. Ach, jetzt weiß ich, welches Lied ich Ihnen nicht geschickt habe. Okay. Lehagid. Schauen Sie sich dieses Wort mal ganz gut an. Lehagid heißt erzählen. Sie kennen doch das Wort vom Sederabend. Was steht im Mittelpunkt des Sederabends? Die Haggadah shel Pesach. Haggadah, die Erzählung. Lehagid, erzählen. Oh, das Lied ist bereit. Los geht's mit dem Lied. Wir sind alle bereit, es zu hören. Muss ich diese Seite Muss ich diese Seite verlassen oder geht das automatisch? Shlomo Karlebach. Ja, Shlomo Karlebach. Mit Überraschung. Ich tue mich schon einstimmen. Die Frau Merker ist auch da. Erev Tov.
Sie können mitsingen. Ist nicht so schwierig. Sing a song of Shabbos, whole world is waiting. Sing a song of Shabbos. To sing a song of Shabbos. Sing a song of Shabbos. Danke, Anna. Und auf Ivrit hört sich das so an. Mizmor, Mizmor, Shir. Shir le Yom HaShabbat. Mizmor, Mizmor, Shir. Shir le Yom HaShabbat. Okay. Und damit würden wir jetzt zurück zu unserem Kapitel. Und Anna, Heute werde ich dich ein bisschen stressen, weil ich habe viele Melodien, die ich mit Ihnen zusammen hören will. Übrigens, solange Sie mir nicht sagen, dass Sie das irgendwie stört, wissen Sie, werde ich das einfach weitermachen. Erst wenn Sie mir mitteilen, es genügt Ihnen mit diesen Melodien, und es gefällt Ihnen nicht, dann werde ich mich ein bisschen zurückhalten müssen wahrscheinlich. Okay, Sie dürfen schon genug offen sein. Jetzt schauen Sie mal, dieses Kapitel, ich hoffe, Sie sehen alle das Kapitel, das ich Ihnen jetzt im Word abgedruckt habe. Ich nehme den Titel weg, damit ich mehr Platz habe. Okay, Sie sehen schon, Mizmor Shir Leyom HaShabbat, davon haben wir schon gesprochen. Und wir haben ebenfalls erwähnt, die zwei Psukim, zu denen muss ich noch Folgendes sagen. Zum Pasuk 2 und 3 möchte ich Folgendes noch bemerken. Schauen Sie mal, man kann natürlich einfach sagen, okay, alles hier diese Doppelheiten, das ist aus literarischen Gründen. Tov, Sie sehen das Wort Tov, es ist gut, ist sozusagen ausgeklammert und dann kommt Tov was, was ist gut? Lehodot Lashem, okay, Gott zu danken, und Lezamer Lashimcha Elion. Natürlich ist Lashem zu Gott parallel zu Lashimcha Elion, deinem Namen, dem Höchsten. Ja? Und Lehodot ist parallel zu Ulezamer. Ja? Aber vermutlich ist es nicht nur eine literarische schöne Art, einfach Dinge zu verdoppeln, sondern es hat wahrscheinlich auch Tiefe. Auch wenn ich sie selber nicht ergründen kann. Dasselbe gilt für hier im Pasuk 3. Lehagit. Ja, Lehagit ist eigentlich die Fortsetzung von Lehodot. Wir haben hier ein Tov. Man könnte vielleicht dieses Tov ein bisschen vergrößern und machen hier Doppelpunkt. Okay. Tov, was ist Tov? Erstens, Lehodot Lashem. Erstens, Lehodot Lashem. Zweitens, Ule Samer Lashimcha Elion. Und drittens, Lehagit Baboke Chastecha Vemunatcha Balelot. Beim dritten Verb,
nach Leholdot, Ulezamer, Ulehagid. Beim dritten Vers fällt auf, wir haben hier Baboker einerseits und wir haben Balelot andererseits. Wir haben also hier eine Parallele, Boker, Morgen, Lelot, Nächte. Okay? Und ebenfalls haben wir hier zwei verschiedene Dinge, die wir ausdrücken wollen, die wir erzählen wollen. Wir haben Chasdecha, vom Wort Chesed, Gnade, und wir haben Emunatcha, Glaube, oder vielleicht hier eher Treue. Okay? Und eigentlich ist völlig klar, was damit gemeint ist. Am Morgen ist ja alles klar. Am Morgen geht die Sonne auf und wir sehen das Licht, wir sehen den Tag, wir sehen die göttliche Gnade. Ja? Okay? Und in der Nacht sehen wir gar nichts. Ja, wir reden jetzt von einer Nacht, die nicht beleuchtet ist von Elektrizität und so weiter. Und da wir nichts sehen, brauchen wir viel Vertrauen in Gott, viel Vertrauen. Dank diesem Vertrauen können wir auch in den Nächten gehen. Und Sie verstehen sofort, das ist ja auch symbolisch gemeint, nicht nur faktisch. Konkret, sondern da ist viel Symbolik drin. Es gibt im Verlauf von unserer Geschichte viele, viele Zeiten, da es Morgen ist. Aber es gibt nicht weniger, da es Nacht ist. Und in unserer Geschichte, wenn es Nacht ist, dann ist es finstere Nacht. Und in dieser finsteren Nacht, manchmal könnte man zum irrtümlichen Glauben kommen, wow, wir haben keine Zukunft. Wir haben kaum eine Gegenwart. Vielleicht haben wir eine Vergangenheit, aber die Hoffnung kann ins Schwanken kommen, der Glaube kann ins Schwanken kommen. Holocaust zum Beispiel, der Glauben kann ins Schwanken kommen. Emunatcha belelot, in der Nacht, in diesen nächtigen Zeiten, braucht es viel Vertrauen zu Gott, viel Glaube. Da müssen wir den Glauben stärken. Das ist eine Bewährungsprobe, die Nächte. Ja, und jetzt passen Sie mal gut auf. Im Satz 4 haben wir vor allem, haben wir da, ich mache das jetzt noch rot, weil das gehört noch zum ersten Teil, ja, da wie gesprochen, wenn wir schon gesprochen haben von Lesamer, also musizieren, ja, dann komm, reden wir doch von den Musikinstrumenten. Jetzt seien Sie mir nicht böse, ich bin nicht Spezialist auf diesem Gebiet, ich kenne jemanden, der Spezialist ist, wer ihn von Ihnen kennt, vielleicht kennt ihn jemand, Meir Brohm. Er hat eine ganze Kursserie über dieses Thema. Also, ich habe keine Ahnung, aber schauen Sie mal an. Dieses Wort Asor erinnert mich irgendwie an das Wort Esser. Und Esser heißt 10. Und tatsächlich, es gibt Musikinstrumente, so, wie nennt man das? Zuginstrumente, also wie Gitarre, Geige. Da hat es 10 Saiten. Saiten nicht EI, Saiten AI. Okay? Habe ich noch im Kopf von der Primarschule. Gut. Und dann haben wir Alei Navel. Das ist sowas ähnliches wie eine Harfe vielleicht. Weil Navel ist eine Harfe. Obwohl ich habe mal gehört von Herrn Brohm, dass was hier genannt wird, Harfe, eigentlich eine Geige ist. Oder umgekehrt. Ist ja egal. Und dann haben wir noch Alei Higayon. Das Wort Higayon ist ein sehr interessantes Wort. Weil Higayon können wir zum Beispiel übersetzen auf Hebräisch heute. Higayon heißt Logik. Warum denn Logik? Weil das hat was mit Denken zu tun. Hege ist eigentlich eine Art wie ein Hauch, den wir aussprechen, der quasi irgendetwas sagt, einen Gedanken zum Ausdruck bringt. Also ist Hegeion irgendein sehr nicht definiertes Geräusch, welches die Instrumente begleitet. Bechino mit der Geige. Und all das wird hier nochmals ausgedrückt im Satz 5, weshalb wir so unbedingt Gott danken wollen, am Tage, am Morgen und in der Nacht, in jeder Situation, Ki Simachtani. Ki Simachtani, Hashem Befaulecha. Denn du hast mich erfreut mit deinen Taten. Mit deinen Taten. Paolecha. Bemaaseh Adecha Aranem. Und wegen der Taten deiner Hände will ich dich, und hier das vierte Verb, aranen, also ich will dich loben.
Okay, die haben dann schon Leodot, Ulsamer, Lehagid, Uleranen. Okay, wunderbar. Wir haben hier also auch das Motto der Freude. Danke, Laute und Zitter haben 10 Seiten. Oh, danke, Frau Kinzler, was Sie alles wissen. Jo, wow. Dankeschön für diesen wichtigen okay. Eben nicht die Geige. Ja, bestimmt. Die Geige hat bestimmt nicht 10. Ja, ja, genau. Laute 6 und Zitter 10. Schön. Boah, was Sie alles wissen. Okay, das erste Chat habe ich nicht ganz verstanden. Okay, gut. Und dann, jetzt vom Satz 6 an wird es interessant und wird es ein bisschen komplizierter. Und deshalb will ich das gerade überspringen und will direkt springen ans Ende vom Kapitel und möchte Ihnen ein Stück abhören lassen, welches sich auf die letzten 4 Psukim hier bezieht. Die letzten 4 Psukim hier sind sehr berühmt, weil sie in enorm vielen verschiedenen Formen, sagen wir mal, vermelodisiert wurden. Wir werden natürlich nachher, das, was hier in der Mitte ist, werden wir gleich, wir werden es gleich anschauen. Okay. Wow. Okay, danke. Herr Weisenberg. Okay, danke. Aber jetzt möchte ich, ich habe die ersten 4 Psukim gemacht. Also, okay, Mizmor Shir Liyom Shabbat ist Titel. Erste 4 Psukim haben wir hier gemacht. Und jetzt möchte ich machen die letzten 4 Psukim und dann machen wir nachher das, was in der Mitte ist. Okay? Ist ein komisches Vorgehen, aber es geht auch. Okay, wunderbar. Also, die ersten 4, das war das. 2 bis 5. Lust zu danken, Freude am Danken, denn Gott, du hast mich erfreut mit deinen Taten und mit den Akten deiner Hände. Und jetzt parallel zum ersten Teil, in dem es geheißen hat, Lehagid, ja, dieses Wort Lehagid, das ich jetzt auch ein bisschen herausstreiche. Dasselbe Lehagid kommt dann im letzten Pasuk wieder zum Ausdruck, um zu zeigen, wir haben es hier mit einer wunderschönen Parallele zu tun. Also wir beginnen mit Lehagid und hören auf mit dem Lehagid. Das erste Lehagid ist eigentlich nur, um Gottes Gnade auszudrücken und das Vertrauen, das wir zu ihm haben, auch wenn die Zeiten nicht so gut sind. Und das letzte Lehagid am Ende vom Kapitel kommt, um zu sagen, Lehagid ki yashar Hashem. Also wir wollen erzählen, dass Gott yashar ist. Yashar ist gerade. Okay? Zuri ist mein Felsen. Velo avlata bo. Bei ihm gibt es keine Ungerechtigkeit. Also aus der Sicht von Gott gibt es keine Ungerechtigkeit. Und aus dem können Sie schon nehmen. Aus der Sicht des Menschen stimmt es oft nicht. Da hat man das Gefühl, die Dinge laufen nicht so, wie sie laufen sollten. David ist sehr optimistisch und sagt uns, Tzadik Tamari Frach, Keres Balvanun Yisge, der Tzadik, der Gerechte, und nicht der Ungerechte, nicht der Rasha, der Böse, der wird wie ein Palmenbaum, ein Dattelbaum, wird er Yifrach, wie nennt man das auf der Sprießen, okay? Vom Perach, Blume, ja? Okay. Keeres Balvanon, wie der Zedernbaum im Lebanon, so groß und hoch wird er werden, okay? Also, sehr optimistische Ansicht hier. Und dieses Tzadikat Amar Yifrach wurde auf so viele verschiedene Arten vertont, ich möchte ihn unbedingt, wenn die Anna kann, ich weiß nicht, ob es geht, aber wenn es geht, Anna, das wäre super, wenn wir jetzt eine Melodie zu der Tzadikat Amar Yifrach hören könnten. Eine Sekunde ist gut, das ist wunderbar. Schauen Sie mal, wir kennen das Tzadikat Amar Yifrach in einer Version,
wie es in der Synagoge vorgetragen wird, vor allem bei den Ashkenazim in Deutschland. Wir kennen das Tzadikat HaMa'ifach in einer Version, wie es aufgenommen wurde von den Pionieren in den Kibbutzim. Hier hören Sie die Melodie, wie sie im Bet Knesset in der Synagoge gesungen wird, hier bei einer Probe oder bei einer Vorstellung von einem Männerchor. Los geht's! Wenn Ihnen die Melodie bekannt vorkommt, dürfen Sie mitsingen. Meine Tochter erinnert sich noch in München, im Bet Knesset am Jakobsplatz, Ohel Jakob. Dort wird es auch so gesungen, jeden Freitagabend. Frichu. Sogar richtig betont, hybridmäßig. Ach, wie schön. Und jetzt, Anna, mach uns einen Gefallen. Bring uns gerade das nächste auch noch. Es gibt im Moment eine wunderschöne Version von Tzadikat HaMa'ifach, eine neue Version. Die ist es möglich, Anna, auch das nächste gerade auch noch zu hören? Weil das ist nämlich eine Melodie, die man heute mehr und mehr hört, die gesungen wird vor allem von ganz jungen. Schauen Sie, das, was wir jetzt gehört haben, ist klassisch, gehört aber ein bisschen in die alte Zeit. Ja? Also die Melodie ist auch echt, echt Deutschland, ja? Muss man schon sagen. La, la, la. Nun, Sie wissen das besser wie ich. Das erinnert Sie bestimmt an gewisse Hymnen von gewissen Ländern. La, 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 la. Was ist das für eine? Nun, das hat bestimmt so eine, ist eine Walze. Keine Ahnung. Nur haben Sie wissen es. Ja, aber Anna, wenn wir noch die andere Melodie hören könnten, wie sieht es aus, die heute von vielen Jugendlichen gesungen wird? Das ist schon eine Spitzensache. Die tut auch die, ich meine, Sie können heute, sagen wir mal, wenn Sie diese Melodie, die Sie jetzt gehört haben, anfangen in einem Jugendminyan, in einem Jugendsynagoge, da werden die Leute kaum Lust haben mitzusingen. Seien Sie mir nicht böse. Aber es gibt schon andere Melodien, die heute sehr packen, aber ich habe das Gefühl, dass dieser Nigun noch nicht ganz bereit ist. Okay, dann machen wir mal weiter im Text. Ich versuche nur, mich verständlich zu machen auf noch eine Art, andere Art. Okay, first thing, gehen wir zurück ins Kapitel und schauen uns mal an, was hier denn noch, sonst noch steht. Natürlich. Es steht hier noch, Shetulim beveit Hashem, Satz 14, Shetulim beveit Hashem, bechatzot Eloheinu yafrichu. Ja, natürlich, Beit Hashem, das Hause Gottes, und chatzot Elokeinu, und die Höfe unseres Gottes, natürlich dort sind wir Shetulim eingepflanzt. Wir haben gesprochen vom Tamar, von der Dattel, und von, wir haben gesprochen von Erez, von dem Zedernbaum. Alle die, die sind eingepflanzt. Wo? Im Hause Gottes. Also wir reden hier natürlich symbolisch von Tzadik, der Tzadik. Der Tzadik ist verbunden, ist verwurzelt, tief im Hause Gottes, in den Höfen Gottes. Und dort, wie wir schon oben gesagt haben, Yifrach, ja, dort sprießt er. Und Shetulim, Yafrichu, wieder dieselbe Wurzel, Yafrichu, Perach. Dort blüht er auf.
Er blüht derart auf, dass noch Odien und Wumbeseiva, ja, des Shenim vera Ananim, Jihiyu. Das heißt, auch wenn er in der Seiva ist, und Seiva, für der es nicht weiß, Seiva ist das Alter, das betagte Alter, ja. Und sie sprießen noch im Alter. Jenuvun ist ein zusätzliches Wort, wenn ich das mal so auf Deutsch lese, ist doch wunderschön. Der Gerechte blüht gleich der Palme, gleich der Zeder auf dem Libanon ragt er empor. Sie sind gepflanzt im Hause des Ewigen, in den Höfen unseres Gottes blühen sie. Sie sprießen noch im Alter, sind kraftvoll frisch. Kraftvoll frisch, das ist die Übersetzung von Deshenim Vera'ananim Iyu. Wort, weshalb denn? Eben um zu verkünden, um zu erzählen, Ki Ashar Hashem, dass Gott gerade ist und dass es nichts gibt an ihm, das nicht gerecht ist. Okay? Und eben zu diesem vier Psukim gibt es noch eine Melodie. Ich weiß nicht, ob die Anna mich hören kann. Falls ja, das wäre spitze, wie ja, ja. Das. Oh, wie sieht es aus, Anna, mit der nächsten Melodie? Auch diese vier Psukim, aber das, was die jungen Leute heute in Israel sehr gerne hören. Ist das möglich? Das wäre natürlich klasse. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, als ich das gefunden habe im YouTube, war ich überglücklich. Oh, das wäre schön, wir könnten alle diese Adressen Ihnen auch übermitteln. Ich könnte das versuchen zu machen während des Liedes, das sicher gleich kommt. Sagen Sie doch mal den Namen des Liedes. Oh, es ist auch Tzadika Tamar Yifrach. Es ist einfach die zweite Version. Ich habe drei Versionen geschickt. Ja, ich habe völlig übergeschnappt heute Abend. Wie gesagt, die erste Version, das war die jäckische, die aschkenasische, alte, traditionelle, ein bisschen schwere, aber immer noch gesungene, heute gesungene. Und das ist die dritte Version. Und das ist die Version, die wir jetzt hören, ohne Worte, nur Melodie. Du kannst es ruhig mal abspielen. Israeli Folk Dances. Klassisch von den Pionieren. Ah, jetzt kommt das, was ich gemeint habe. Okay. Also, super. Also dann doch nicht die Pioniere, sondern das, was die jungen Leute eben heute anzieht. Super. Etwas ganz Besonderes.
Ja, Anna, wir wollen uns mit dem begnügen. Wir haben die Kostprobe bekommen. Wir müssen nicht das Ganze hören. Ich danke dir. Es ist nämlich so, wenn das im Bet Knesset gesungen wird, Sie können sich das nicht vorstellen. Man meint, das Bet Knesset erhebe sich in den Himmel. Es ist nicht nur einer, der das singt, sondern eine ganze Gemeinde, die ist miteinander in Begeisterung, vor allem die jungen Menschen. Unglaublich. Hört beinahe nicht mehr auf. Okay, aber wir können schon aufhören. Okay, macht nichts. Heute war ich mir sicher, dass der Shiur nicht um 9 Uhr fertig sein wird. Ta-la-la-la-la. Okay, also, wir gehen zurück zum Text, es fehlt uns noch der mittlere Teil vom Kapitel. Gern geschehen. Also, sobald ich den Zepter wieder in die Hand kriege, gehe ich gerne wieder zurück, danke. Und dann in ein paar Minuten brauche ich noch die letzte Melodie. Beziehungsweise, wir haben noch 2 Melodien, ist nicht zu fassen, was heute alles geschieht in Sachen Melodien, das ist nicht zu fassen. Okay, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Psukim in der Mitte. Und diese 7 Psukim thematisieren etwas ein bisschen Komplexes, weil wir haben so optimistisch angefangen hier mit dem Tov Lo Hodot Lashem und mit dem Chesed und mit der Emunah und wir singen und wir freuen uns und wir sehen alles so positiv. Wir haben auch das Kapitel so wunderschön abgeschlossen mit dem Tzadik, dem Gerechten, der blüht und sprüht und so frisch ist und so jung ist, auch wenn er alt ist. Und Gott ist, und wir erzählen, wie gerade Gott ist in unserem Namen. Alles super, tipptopp. Hier in der Mitte ist ein bisschen komplex. Und wir wollen gleich schauen, weshalb. Wir beginnen zwar im Satz 6 mit dem Aufruf, oder mit dem Ausruf, Magadlu ma'asecha Hashem me'ot amku machshevotecha. Ja, bestimmt. Wir sagen, Marabu Entschuldigung, Magadlu, ist mir ganz singen, Marabu, Magadlu, vom Wort Gadol, wie groß sind deine Taten? Natürlich, wir haben vorher gerade gesprochen von den Ma'aseyadecha. Und es sieht so aus, als ob
David Hamelech jetzt sich beziehen will auf die Masjadech, weil wir haben das vorher vielleicht nicht genug herausgehoben. Wir haben im fünften Satz zwei Dinge. Wir haben Poalecha und wir haben Masjadecha. Und die zwei Dinge, die beide vom selben sprechen, die göttlichen Taten, scheinen noch auf zwei verschiedene Dinge anzusprechen. Das eine scheinbar auf die Weltschöpfung. Und das ist auch das, was bei uns sagen wir mal, uneingeschränkt den Dank und die Freude hervorruft, die wir ausdrücken in den ersten vier Psukim. Während im Masjadecha eventuell das Eingreifen in der Welt, in das Schicksal der Welt gemeint ist, also die göttliche Führung der Welt, die göttliche Führung, Masjadecha. Und auf dieses Thema will nun eingegangen werden. Magad luma asecha Hashem, wie groß sind deine Taten? Und wenn groß steht, Gadol ist immer eine Anspielung auf groß im Sinne von Gnade, wie gnadevoll. Okay? Meot am kumach shvotecha. Sehr, sehr tief sind deine Gedanken. Also Gott hat hier Gedanken. Und wenn wir das sagen, Machshevotecha, das erinnert mich an den Pasuk in Jeschajau, der sagt, Velo kemachshevotechem machshevotai. Meine Gedanken sind nicht wie eure Gedanken. Ja? Und hier wird auch gesagt, sehr tief sind deine Gedanken. Okay? Und die sind so tief, dass eben nicht jeder sie verstehen kann. Und hier wird auch klar gesagt, Ishbar lo yeda, uchsil Loyavin. Und wenn ich wieder mal darauf eingehen darf, dass wir hier so wunderschöne Parallelen haben, es ist alles so klassisch. Hier schauen Sie sich das mal an. Wir haben auf der einen Seite Ishbar. Ishbar wird hier übersetzt im Shma Kolenu auf die Art, Sekunde, ein törichter Mensch. Ishbar, törichter Mensch. Okay? Während Uchsil, also der Xil, übersetzt wird hier mit ein Unvernünftiger. Okay? Wie immer dem auch sei, beiden fehlt, was wir auf Jiddisch nennen, Seichel. Beiden fehlt dem Verstand. Und uns allen fehlt der Verstand. Wir können ja alle nicht wirklich alles bis ins Letzte und ins Tiefste verstehen. Vor allem, wenn so betont wird, vor mir, Ot am Kumach Shvotech, sehr tief sind deine Gedanken. Ja, okay. Aber wir werden gleich sehen, dieses Loyada, welches wir hier haben, Loyada, das heißt, er weiß es eben nicht, ja, dieser Ishbar. Und auch dieses Loyavin, er versteht es auch nicht, okay? Er sieht es nicht ein. Was denn genau, ist uns im Moment noch nicht klar. Wir haben nur gesehen, tief sind die Gedanken von Gott. Und zwar im Kontext zu Maasecha Hashem. Maasecha, wie ich schon gesagt habe, deine Führung eigentlich Gott in dieser Welt. Ja, die sind gnadevoll, aber wir sehen es nicht immer. Uns scheinen Dinge unverständlich. Das liegt an uns natürlich. Ja? Uns fehlt der Verstand, uns fehlt das Verständnis, uns fehlt der tiefe Blick. Aber wo haben wir am meisten Schwierigkeiten? Und das sagt uns nun der achte Pasuk, klipp und klar, ich will ihn auch betonen, also das Phänomen, welches nun hier ein bisschen hervorgehoben wird, das ist die Tatsache, Bifroach Reshaim Kemo Esef. Vayatzitzu Kol Poeliare. Okay. Also, die Reshaim eben, wenn wir vorgesprochen haben, am Ende vom Kapitel, vom Tzadik hat der Marifach, der Tzadik, er wächst, er blüht, er sprost, wird hier gesagt, Bifroach Reshaim, echt parallel, Bifroach, wenn eben die Reshaim, die Bösen, wenn die aufblühen, ja, Kemo Esef, wie das Gras, weil er zieht zu, und da jetzt du, das ist auch, die werden plötzlich sichtbar, ja, aber auf Deutsch gibt es bestimmt ein gutes Wort, ja, die, die,
Okay, blühen. Okay. Von Mortiz. Blüten. Okay? Also, korporeale Arten, alle diese böse Täter, Li Shamdam Adei Ad. Okay? Und das Wort Li Shamdam Adei Ad heißt schon, hier ist schon der Hoffnungsschimmer. Die sollen doch vertilgt werden in Ewigkeit. Und das ist genau das, worauf wir jetzt herausgehen. Das heißt, wir haben hier ein Phänomen, das schwer zu akzeptieren ist. Die Tatsache, dass die Rechaim hier den Kopf erheben und dass sie ihre Böse, plötzlich gibt es so viele Leute im islamischen Staat, wenn ich das so sagen darf. Die sind so viele da, die da morden auf grausamste Art und Weise. Und wir haben Angst, Gott und Weltuntergang. Aber im selben Atemzug sagt David HaMelech schon, du bist ein Ishbar, du verstehst nichts, du bist töricht. Loyada, Loyavin, du kannst nicht verstehen. Ja, du siehst die Tagesschau, ja, die Nachrichten, du hörst diese Dinge und du verstehst überhaupt nichts, weil du siehst nur einen ganz kleinen Teil der Wirklichkeit. Du kannst noch nicht einmal fassen, dass alle diese Phänomene von Reshaim, die hier blühten, die hier blühen wie das Gras, die alle sind verurteilt, zum Lehishamdam Adeat, in Ewigkeit vertilgt zu werden. Denn wer da Marom Hashem, diesen Satz muss man vielleicht ganz besonders herausstreichen. Du Gott bist Marom, erhaben über all das. Ja? Du siehst die Dinge aus der Perspektive vom Himmel. Du siehst die Dinge aus der Perspektive der Ewigkeit. Und aus dieser Perspektive, ja, Kihine Oivecha Hashem, Kihine Oivecha Yovedu, deine Feinde, Gott, deine Feinde werden alle verloren gehen. Yitpardu Kopoele Aben. Entschuldigung. Diese Poele Aben, die wir da oben schon erwähnt haben, im Satz 8, im 10. Satz werden sie wieder erwähnt. Yitpardu, sie werden auseinanderfallen, ja, wenn man dem auf Deutsch so sagen kann. Sie werden, wie wird das hier übersetzt? Oh, okay. Alle Übeltäten zerstreuen sich. Okay, genau. Und dann haben wir hier ja noch zwei Sätze oder einen Satz. Ja, in Vers 8 was fragen wir hier? Bitte, dafür bin ich doch da. Und wie sind wir da? Dieser Vers 8, der beschäftigt mich natürlich immer wieder. Auf der einen Seite gibt er eine Antwort auf das, warum gibt es so viel Böses und wie soll das denn weitergehen. Auf der anderen Seite frage ich mich natürlich, wer wird das tun, dass das alles Böse vernichtet wird. In der einen Übersetzung bei mir heißt es, und das ist schon toll, nicht? Du wirst sie für immer vernichten. Und damit ist Gott bezeichnet. Also die eine Übersetzung sagt, Gott wird das alles tun und wird das vernichten. In der anderen Übersetzung, hier aus dem Smakoleinu, da ist diese Personifizierung dessen, der das tun wird, nicht genannt. Und das beschäftigt mich. Mein lieber Herr Merker, lieber Johanan, das soll dich auch beschäftigen. Das ist ja genau der Streit zwischen uns und der schwedischen Außenministerin, deren Name ich vergessen habe, welcher der Meinung ist, dass vermutlich, wenn ein Attentäter sich einem wehrlosen Zivilisten nähert mit seinem Messer, um den Zivilisten zu ermorden, dann muss man warten, bis Gott seine Hand ausstreckt und diesen Attentäter vertilgt. Habe ich recht? Laut der Übersetzung, die du mir vorher vorgelesen hast, wäre das der richtige Weg. Wahrscheinlich ist das die Übersetzung, die auch die Außenministerin aus dem schwedischen Parlament vor sich hat. Deshalb hat sie, Entschuldigung, wenn ich scharf bin, ja,
deshalb hat sie vermutlich irgendwelche Argumente gegen die hier im Land, die sich legitim gegen diese Mörder wehren, wie es eigentlich auch normal ist. Aber ich vermute, es ist schon so. Hier haben wir ein Versprechen von Gott, dass es eben geschehen wird. Wie es geschehen wird, das wird diktiert durch die Realität. Okay? Die Tatsache ist, dass es am Ende das Resultat wird sein, dass die Reschaim, ihre Blütezeit ist vorübergehend. Und das ist das, was uns trösten soll. Gerade am Eingang vom Schabbat, ja, wo wir noch unter dem Trauma stehen von all dem, was wir während der Woche erlebt haben. Aber am Schabbat sieht alles ganz anders aus. Ja, aus der Sicht des Schabbat sieht alles ganz anders aus. Und wir verstehen, dass das Aufblühen der Reschaim ein vorübergehendes Phänomen ist. Wie lange das dauert, das können wir natürlich nicht beurteilen. Und dass wir nicht die ganze Arbeit Gott überlassen können und dürfen, das ist auch klar. Ja, sagen wir mal so. Solange das jüdische Volk 2000 Jahre lang im Exil war, ja, da konnte es tatsächlich nicht viel gegen die Reschaim machen und musste die Hauptarbeit Gott überlassen. Ich will jetzt keine Noten verteilen, aber auf jeden Fall, ich kann eins sagen und seien Sie jetzt nicht geschockt, bitte. In Israel sind circa seit der Erstehung des Staates etwa so viele jüdische Soldaten und Zivilisten umgekommen durch Araber wie an einem Tag in Auschwitz. Also wenn man diesen Vergleich, muss man schon sagen, dass seit wir unser Schicksal selber in die Hand genommen haben, natürlich mit Gottes Hilfe, sieht die Bilanz schon besser aus. Ja. Und das bedeutet, wie in allen Dingen eigentlich in unserem Leben, so wie es wirklich aus jüdischer Sicht angeschaut wird, nie war die Meinung, dass wenn Gott die treibende Kraft hinter allem ist und wenn alles schlussendlich vom Wille von Gott abhängt, nie war die Meinung, dass das bedeutet, dass wir fatalistisch passiv zuschauen sollen, wie die Dinge sich ergeben. Oder wie schon jemand anders gesagt hat, es gibt auf der Welt genau zwei Gruppen von Dingen. Eins ist die Gruppe von den Dingen, die man ändern kann. Und das zweite sind die Dinge, die man nicht ändern kann. Und die Dinge, die man ändern kann, die soll man ändern. Und die, die man nicht ändern kann, da soll man sich auf Gott verlassen. Ja? Und es gibt genug Dinge, bei denen wir uns auf Gott verlassen müssen. Aber es stimmt, seit dem Erstehen des jüdischen Staates gibt es viel mehr Dinge, die wir selber in die Hand nehmen können. Und das müssen wir dann auch tun. Das ist unsere Pflicht. Beseder? Okay, gut. Und dann hier im 11. Satz, ganz interessant, dieses Gleichnis oder Vergleich, da bin ich jetzt nicht so sicher im Deutsch, Vatarem ki re'em karmi. Ja, mein Horn, das ist eben gemeint meine Ehre. Ja, wie beim Tier. Re'em. Re'em ist ein Tier, das habe ich schon getroffen im Zoo, hier im Tanachischen Zoo in Jerusalem. Und all die von Ihnen, die schon dort waren, haben das auch gesehen. Auf Deutsch wird das hier übersetzt. Entschuldigung. Wird das hier übersetzt mit Antilope. Ja? Also Re'em. Ki Re'em, wie eine Antilope, eben mein Horn, meine Ehre, ja, Vatarem, vom Wort Leharim, also aufwärts, aufheben, und dann Baloti, Beshemen Ra'anan. Und Baloti, ist sehr interessant hier, dieses Wort, wird auf Deutsch übersetzt, mit gesättigt worden, mit dem Schemen. Schemen würde ich vielleicht sagen, das frische Schemen hier, vielleicht Andeutung an das Öl von David Hamelech, von der Salbung des Königs, also eine Anspielung auf Maschiach, den Gesalbten. Und dann
im letzten Satz hier von diesem Teil, im 12. Satz, Tabet Aini Beshurai, mein Auge erblickt dann oder sagen wir, sieht meinen Shurai, meinen Feinden in die Augen, ja, würde ich mal sagen. Mein Auge blickt auf meine Feinde und Bakamim Alai, das ist eine Wiederholung, Kamim, die sich gegen mich erheben, Mereim, Tishmano Osnai, und meine Ohren hören, vernehmen all diese, die sich gegen mich erheben, und dann kommen wir rüber zum Tzadik. Also wir haben dem Rasha und der Auseinandersetzung mit dem Rasha und der Auseinandersetzung mit der Problematik, dass in unserem Leben nicht alles so rosig ist, sondern unser Leben ist tatsächlich komplex. Wir haben es zu tun mit der Realität von Reshaim. Aber aus der göttlichen Sicht sind diese Reshaim vorübergehende Phänomene. Und was dieses Kapitel eben umklammert, das ist das Tov lehodot l'Hashem, lehagid baboker chastecha, und am Ende wieder das Tzadikat amar yifarach, lehagid ki ashar Hashem. Wenn Anna mit uns ist, dann kann man vielleicht noch die Melodie hören vom Tzadikat amar yifarach, welches die Pioniere, die Kibbutznikim, sich angeeignet haben. Das ist eine ganz besonders schöne Melodie, eine sehr optimistische Melodie. Das, was wir vorhin gehört haben, war ein bisschen melancholisch und die aschkenasische Melodie ein bisschen schwer, ein bisschen zu klassisch. Jetzt ist nur die Frage, ob Anna uns hört. Wie sieht es aus, Anna? Anna, okay. Inzwischen vielleicht wollen Sie die Zeit ausnutzen, um ein bisschen zu resümieren. Wir sind ja schon viertel nach. Möchte jemand etwas zum Resümee von diesem Shiur sagen? Ja? Sie dürfen frei sich äußern. Heute sind wir sehr zahlreich. Ich habe 13 Teilnehmer gezählt. Und von 13 Teilnehmern wird bestimmt einer was zu sagen haben. Wir haben diese Woche auch das Lied gesungen, Tzadikatama, Tubishvat, haben wir an die Palme gedacht und an die Datteln. Und darf ich jetzt raten, ob das vielleicht die Melodie war, die ich jetzt gerade, auf die ich warte? Wir singen ihn mal. Tzadikatamar Yifrach, Yifrach, Tzadikatamar Yifrach, Tzadikatamar Yifrach, Yifrach, Tzadikatamar Yifrach, Ke'erez Malvanon Yizge, Ke'erez Malvanon Yizge, Ke'erez Malvanon Yizge. Wieso singen Sie nicht mit? Ke'erez Malvanon Yizge. Ich weiß zumindest von fünf Leuten hier, die das Lied ganz gut kennen. Aber Anna wäre es natürlich super. Sie könnte, die Anna hat nämlich von mir geschickt gekriegt eine Adresse von YouTube, wo das Lied instrumental gebracht wird, sodass wir es begleiten können. Genau. Ach, dieses Bild von diesen jungen Tänzern und Tänzerinnen. Also, wir singen mit, okay? Tzadik katamar yifrach, Tzadik katamar yifrach, yifrach, katamar yifrach, ke'erez balvanon yizge, balvanon yizge, ke'erez balvano yizge, ke'erez balvanon yizge, ke'erez balvanon yizge, Tzadik katamar yifrach, yifrach, katamar yifrach, ta la 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 la. Können Sie den Tanz auch? Tiri la la la. Sehr komplizierter Tanz. Tiri la 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 la, tiri la 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 la, tiri la 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 la. Katamar yifrach, yifrach, katamar yifrach, Tzadik katamar. Was ist passiert?
Tzadik Katamar Yifrach, Keres Malvan und Gizge, Malvan und Gizge, Tididai-dai-dai-dai-dai-dai-dai. Da kommt das vierte, der vierzehnte Teilnehmer noch. Tididai-dai-dai-dai-dai-dai. Tididai-dai-dai-dai-dai-dai-dai-dai. Lai la la lai lai li la la, lai li li lai lai la, lai la la lai li la la li, lai la la lai lai la, lai la la lai 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 la la lai, tiri lai 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 li li lai, tiri lai lai la 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 la. Keres balvanon yizge, balvanon yizge, keres balvanon yizge. Wow, super. Okay, gut. Dann haben wir diesen Shiur beendet, aber Sie dürfen gerne noch Fragen stellen, wenn irgendetwas noch offen ist. Also ich möchte noch was anmerken. Bitte. Also ich finde das gerade, ich habe im Israelischen Tanz getanzt und das, deswegen finde ich das gut, dass du hier das heute, ja, dass ich die Worte verstehe. Auch so ganz. Ich habe nicht alles verstanden, aber... Ich danke für diesen Beitrag. Ich glaube, jedes Mal, wenn wir wieder drei Worte, ein Abschnitt aus dem Nebel geholt haben, von einem, wie soll ich sagen, von einem etwas automatisierten Niedersagen von Worten herausgeholt haben, herausgerettet haben in den Bereich des Bewusstseins und des Wissens, dann glaube ich, dann haben wir was Wichtiges gemacht. Und ich danke, das ist eigentlich, ich muss Ihnen wirklich danken für Ihren Beitrag, denn das ist eigentlich das erste Ziel von diesem Shiur. Das ist jetzt schon ungefähr das vierte Semester, wenn ich mich nicht irre, das Sidur, sprich Tivrit. Wir wollen verstehen, was wir tun. Wir wollen nicht einfach Dinge runterplappern wie ein Papagei, sondern wir wollen uns dessen bewusst sein, was wir sagen. Und wirklich, das ist auch der Grund, weshalb ich Ihnen so dankbar bin. Denke, dank Ihnen beschäftige ich mich intensiver mit diesen Sachen und werde mir auch viel bewusster über den Inhalt. Und ich danke Herrn Merker auch für seinen Input. Der hat mich zwar ein bisschen sofort ein bisschen, wie soll ich sagen, auf dem Hintergrund der Realität hier in Israel, die wir leben und mit diesen sehr disharmonischen Tönen, die wir aus Europa bekommen in diesen Tagen, das Unverständnis, habe ich ein bisschen spontan reagiert und ein bisschen aus einer emotionellen Gegend. Aber ich meine, es ist auch rational richtig. Das ist eigentlich der Message von diesem Kapitel. Ja. Okay, Lehishamdam, das ist eindeutig, muss ich nochmal sagen. Lehishamdam ist eine passive Form. Also es ist nicht ganz klar, wer da zur Vertilgung beiträgt. Und was ja klar ist, im Judentum ist es so, wie ich es eigentlich erklärt habe, der Tzadik, der hier sprießt wie eine Palme, ist nicht befreit vor der Auseinandersetzung mit den Reshaim. Nicht philosophisch ist er befreit davon. Und da muss ich dieses Phänomen erklären. Und er ist nicht befreit davon, auch faktisch sich mit den Reshaim auseinanderzusetzen. Okay, so ist es im Leben. Das Leben ist nicht Picknick. Okay, ich hatte zwar noch eine Melodie geschickt, aber ich kann mich schon selber nicht mehr erinnern, welche. Mach mir die mal zum Abschluss und dann verhalten des nächsten Kurses. Ah, nein, jetzt weiß ich wieder, welche Melodie das war. Ja, das kann man nehmen am Anfang vom nächsten Kurs. Aber auf jeden Fall, das war die Empfehlung meiner Frau. Das sind zwei Brüder, die singen auch Mizmor Shir Liyom HaShabbat. Wir hören Sie nicht mehr, Herr Bruckner. Mm-hmm.
Toda Rabba. Wir verstehen Sie nicht, Herr Bruckner. Ist jetzt besser? Okay, also das ist halt, die Batterie ist ausgegangen. Okay, also ich wiederhole. Danke für alle, die dabei waren und die nicht im nächsten Shiur sind. Denen sage ich jetzt Shalom, Shabbat Shalom. Und für die, die im nächsten Shiur dabei sind, wir sind aus dem Zeitplan rausgefallen. Jetzt ist es bei Ihnen 21.27 Uhr. Ich schlage vor, wir beginnen um circa 9:45 und machen es dann kompakt circa eine halbe Stunde. Wir versuchen es zumindest. Es ist bis jetzt noch nie gelungen, aber versuchen können wir ja wieder. Okay? Denn ich möchte eigentlich mit Ihnen heute und nächste Woche zumindest wirklich den Übergang von David, das ist auch der Titel vom Shiur, von David zu Shlomo, diesen Übergang möchte ich vollenden. Das heißt, wir müssen erstes, zweites Kapitel zumindest gut durchlernen. Und ich hoffe, das schaffen wir. Bezrat Hashem. Gut. Also dann, bis dann. Nochmal Shabbat Shalom für die, die nicht mehr kommen. Und auf Wiedersehen in einer circa Viertelstunde für die, die wieder dabei sind. Laila Tov. Shabbat Shalom. Bis gleich. Vielen alles, Dank. Alles Gute und Toda Rabba. Danke für die zahlreichen Melodien und die genialen Gedanken und Ideen. Bis zum nächsten Kurs in 15 Minuten. Und danke Anna für das Feedback und danke auch für die schönen für die Hilfe, damit wir alle diese schönen Melodien in den verschiedenen Arten hören konnten. La 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 la